Was steht denn hier rum? Tesla steht da drauf. Und Wasser ist da drin. Ein Wasserball. Das Wasser ist sogar angenehm. Hier steht mal einfach so ein Tesla-Pool. Ein Pool von Tesla am Seat & Greet Ladepark Hilden. Wie geil ist das denn? Hallo liebe Zuschauer, hier ist der Nino vom Danzai-Blog. Ich stehe am Seat & Greet Ladepark Hilden und es gibt was völlig Neues, nämlich einen Containerpool von Tesla direkt hier am Ladepark Kreuz Hilden, dem Schnellladepark mit 40 Superchargern und nochmal 12 Ladestationen von Fastnet und eine ganze Menge AC-Lader vom Roland Schüren. Was hat Tesla gemacht? Einfach mal hier einen Pool hingestellt. Wie geil ist das denn bitte? Heute ist 29 Grad, ich würde am liebsten direkt da reinhüpfen, wenn ich eine Badehose hätte und wenn der Pool auf hätte. Der Pool ist nämlich nicht immer geöffnet, nur von donnerstags bis sonntags zu bestimmten Uhrzeiten. Er wird nämlich von Tesla betreut. Hier wird es Handtücher geben, Tesla-Mitarbeiter, die aufpassen, Liegestühle, wo man sich entspannen kann. Und Roland Schüren hat extra oben die Uwe-Düne erneuert und verbessert und auch den Zugang hier auf diese Seite gelegt, damit man also vom Pool direkt oben sich in die Sonne legen kann oder als Eltern da oben ja quasi den Bademeister spielen kann, während die Kinder im Pool sind. Super geile Sache. Roland Schüren hat diese Bombe einfach mal, ohne mir als seinem Haus- und Hof-YouTuber was zu sagen, auf dem Sexy Cars Community Event, der Messe und weltgrößten Elektroautotreffen am Samstag in Hannover, da hat er die Bombe platzen lassen auf der Bühne, wo ich moderiert habe, übrigens den ganzen Tag mit David Reich vom Tesla Welt Podcast. Da hat er einfach mal so rausgekommen, hey Leute, es gibt übrigens was Neues, als er den Ladeport Award bekommen hat. Er hat nämlich den ersten Platz gemacht, hier Ladeport Award für Seat & Greet, völlig zu Recht, wie ich finde. Da gibt es was Neues. Sonst hört das immer der Nino als erstes. Ne? Also am Montag macht unser Partner Tesla was ganz Schönes da. Ein kleines Freibad, was während der Sommerferien, während der Sommerzeit, wo viel gereist wird, genutzt werden kann, um sich während der Ladepause dann zu erfrischen. Ladekonvenience wird erhöht und der gesamte Ladepark wird dadurch vielleicht noch ein bisschen schöner. Er hat gesagt, hey, übrigens bei uns gibt es sogar einen Pool. Und er hat ja schon echt viel Gedanken gemacht, ne? Mit diesem Ladepark, was er hier alles so gemacht hat und auch noch machen wird, Spielplatz und so. Das, es gibt ja ganz viele Sachen, die noch kommen werden, die jetzt noch nicht kommen, weil der dritte Bauabschnitt noch nicht begonnen hat und im Moment noch Warteposition ist. Das scheint nur noch zu dauern, sonst hätte Roland Schüren auch nicht diese Düne mal eben noch umgebaut und da investiert. Tesla probiert ja manchmal so einiges aus, ne? Zum Beispiel gibt es jetzt neuerdings in Deutschland oder was, Österreich, ich weiß gar nicht genau, gibt es einen Supercharger, der eine Tesla-Lounge hat, also wo ja so ein kleineres Gebäude, wie so eine Art Containergebäude oder so, steht und wo dann Lounge-Ecken drin sind, wo man sich also entspannen und hinfläzen kann. Und dann gibt es, glaube ich, einen Kaffeeautomat und so weiter. Sowas probiert Tesla gerne mal aus, um zu gucken, wie so die Ladeweile ist. Hier ist jetzt tatsächlich, wie soll ich sagen, alles schon gegeben, was Roland Schüren so auf dem Schirm hatte, was man so machen kann und machen noch wird, wenn es hier weitergeht. Nur ein Pool, den hat Roland nicht geplant. Und das hat dann Tesla offensichtlich gedacht, dann machen wir den Pool. Und jetzt steht hier dieses Ding und ist voll ausgestattet. Also es ist warmes Wasser, Wasserbälle liegen da drin. Das Ding wird offensichtlich gefiltert und gereinigt. Also es scheint Chlor drin zu sein. Was man so sehen kann in der Tür an der Seite, es scheint auch eine Wärmepumpe drin zu sein. Das heißt, das Ding wird auch noch beheizt offensichtlich. Ja, und es wird Mitarbeiter geben, die darauf aufpassen, hier Liegestühle hinstellen und Handtücher verteilen. Und dann dürfen maximal 4 Personen gleichzeitig maximal 10 Minuten rein. Hier soll ja jeder mal drankommen dürfen. Oh ja, und dann kann man sich hier austoben, ne? Schön Wasserball spielen, ein bisschen planschen, sich abkühlen, während das Auto da hinten lädt. Ich habe mich dann gefragt, was heißt das denn? 10 Minuten mal eben in die Badehose springen und so, das ist ja schon sportlich von der Zeit, ne? Ich habe manchmal sogar Probleme, meine Pizza rechtzeitig zu essen, bevor die Strafgebühren am Supercharger fällig sind, also Blockiergebühren, weil das Auto schon voll ist und ich noch nicht fertig bin mit der Pizza. Und jetzt stellt Tesla hier einen Pool dahin. Könnte ja auch ein Geschäftsmodell sein. Ne? Tesla bindet die Leute, um das Auto zu vergessen, um dann schön saftige Blockiergebühren zu bezahlen und aber dabei keinen Strom zu verkaufen, also zu verbrauchen im Grunde genommen. Aber nein, Schlechtes wollen wir Tesla nicht unterstellen. Ich glaube eher, dass Tesla einfach gucken will, was kommt so an, während man lädt, was kann man an Ladeweile alles so machen. Und ich sag mal, die naheliegenden Sachen sind natürlich Gastronomie, Toilette, vielleicht auch ein Spielplatz und so. Das sind die naheliegenden Sachen. Oder hier, wie Roland am Seat & Greet anbietet, Staubsaugen, Reifendruck füllen und so. Das ist auch Klassiker von der Tankstelle. Aber im Pool, welche Tankstelle hat schon einen Pool? Also ich finde die Idee sensationell. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Würdet ihr während der Ladeweile hier reinhüpfen? Oder glaubt ihr, dass ihr das mit euren Kindern euch vorstellen könnt, dass während das Auto lädt? Lasst da die Kinder da spielen, geht oben auf die Uwe-Düne und guckt da schön in der Sonne runter auf den Pool.
Also ich könnte mir das schon vorstellen. Ich würde jetzt gerne da reinhüpfen. Ja, ohne Badehose ein bisschen schlecht. Es sei denn, Tesla bietet auch bestimmte FKK-Tage an. Nein, ich glaube es nicht. Aber ja, was hat denn der Pool? Er ist schwarz. Das heißt, er fängt gut Sonne. Das heißt, das dürfte auch für die Temperatur dienlich sein, wenn die Sonne scheint. Er ist jetzt gerade abgedeckt. Das heißt, man sorgt dafür, dass es nicht dreckig wird. Und zu den Öffnungszeiten wird das dann natürlich auf sein. Und es ist wirklich, ich habe gerade mal die Hand reingesteckt, es ist so handkühl. Ja? Es ist eine angenehme Temperatur, wo ich glaube, da kann man einfach so reinhüpfen, ohne einen Kälteschock zu kriegen. Und gleichzeitig ist es aber kalt genug, um sich zu erfrischen. Finde ich also richtig, richtig gut. Es gab hier gerade schon jemanden, der vermutet hat, vielleicht will Tesla ja Containerpools auf den Markt bringen, sodass man die dann verkaufen wird, um dann ja für Leute, die in ihrem Garten so einen fertigen Pool haben, der mit einem Kran einfach angeliefert wird, alles ist drin, alles ist verbaut und zack, fertig. Ne? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Tesla den gekauft hat und hier einfach mal probiert, was so geht. Super coole Idee. Einfach mal so einen Container halbiert, Wasser rein, fertig. Ne? Im Prinzip ist es ja nicht mehr. Roland Schüren könnte ja mal sich outen, was ich vorstellen kann, das vielleicht auch in Zukunft anzubieten, wenn hier der Ladepark mal vollständig fertig ist. Also hat er sich schon eine Menge ausgedacht, worüber wir hier im Kanal noch gar nicht gesprochen haben. Ich kenne da so ein paar Ideen, die wirklich auch extravagant sind. Nur ein Pool war bisher noch nicht dabei. Also ich finde das sensationell. Er ist von innen weiß. Die Uwe-Düne ist auch jetzt schön bequem hier erreichbar. Ist extra ein Weg angelegt worden von Roland Schüren da hoch. Der Eingang wurde umgedreht. Der war ja früher auf der anderen Seite. Und es sind zwei Ebenen und Bestuhlung und Tische und so sind da, sodass man da also auch schön von da oben in den Pool gucken kann. Finde ich richtig, richtig gut. Hier hinter mir, damit ihr das nochmal verinnerlicht, die den Ladepark nicht so kennen. Der Pool steht hier also quasi direkt neben den Superchargern. Ja, hier stehen dann Liegestühle, da habe ich schon ein Bild gesehen. Tesla hat das schon mal probehalber aufgebaut. Das werden hier Tesla-Mitarbeiter sein, die dann auch aufpassen, die Handtücher ausgeben. Ihr müsst also keine Handtücher mitbringen. Nur bitte, bitte eine Badehose, sonst könnte das hier zu großen Verstörungen führen. Und dann werden diese Tesla-Mitarbeiter auch aufpassen, dass hier mit den Liegestühlen und mit den Besuchszeiten, ne, wie gesagt, maximal 10 Minuten, maximal 4 Leute, damit das auch alles hier gut funktioniert und jeder was davon hat. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Und wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran zu abonnieren. Das würde mir sehr helfen. Gerne auch Kanalmitglied werden, wenn ihr mehr und guten Content haben wollt. Das würde mir sehr helfen. Und ansonsten, ja, bleibt mir noch zu sagen, lasst uns zusammen die Welt retten. Gerne mit dem Pool am Ladepark. Das wird auf die E-Mobilität noch mehr Lust machen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nino vom Lanzer-Blog. Ciao, ciao. Alter Verwalter, ein Pool?